Hallo liebe Schrauberinnen und Schrauber, ich sitze auf einer Vespa PX200, die hat den Vergaser SI verbaut, um den geht es heute in unserem Video, den möchte ich euch näher bringen. And for all the English speaking guys, please click on the CC button to see the English subtitles. Okay, wie komme ich an den Vergaser ran? Ich mache die Sitzbank auf, dann entriegel ich die Seitenklappe, ziehe die runter. Theoretisch müsste ich jetzt hier unten am Boden das Ganze aufschrauben, ich bin schon ein alter Mann. Ich mache es lieber Schnittmotor oben, damit ihr das genauer sehen könnt. Ich drehe euch mal den Motor ein bisschen rüber, damit ihr besser seht, was ich da eigentlich fabriziere. Also der Vergaser. Den Deckel abnehmen. Der wird durch zwei Schrauben festgehalten, die habe ich schon mal weggemacht. Dann seht ihr schon den Luftfilter. Der ist auch mit zwei Schrauben festgemacht, habe ich schon mal vorbereitet, ist schon lose, ziehe ich einfach ab. Ganz kurz zum Luftfilter. Seht ihr diese zwei Bohrungen hier? Die haben die alten Luftfilter alle nicht. Wenn ihr bei uns einen neuen kauft, der hat die Bohrungen schon. Das ist dafür da, dass ihr bei einem getunten Motor, muss jetzt nicht getunter sein, aber man macht es halt, dass die Gaswechsel einfach schneller sind, weil der Luftstrom nicht unterbrochen wird. Das heißt, ihr kriegt von da ständig Luft in die Haupt- und Nebendüse rein, okay? So viel dazu. Okay, dann haben wir hier den Vergaser. Der Vergaser besteht im Groben aus der Schwimmerkammer, der Vergaserkorpus an sich. Dann haben wir oben drin den Düsenstock, die Nebendüse. Hier ist der Schokzug. Da wird der Sprit angeschlossen und da können wir das Standgas einstellen. Ganz hinten dran haben wir die Leerlaufgemischeinstellschraube. Okay, wenn ich jetzt hier oben mal aufmache, dann kommt der Benzinfilter zum Vorschein. Der kann auch mal verdreckt sein, wenn die Kiste nicht richtig läuft. Ruckelt, dann könnte das eine Ursache sein. Haben wir natürlich auch beim SIP zu kaufen. So sieht der Filter aus. Dann haben wir hier, machen wir mal da weiter. Also, jetzt mache ich mal den Düsenstock raus. Auch hier bitte aufpassen beim Rausdrehen. Das Material der Düsen ist sehr weich. Was sagt ihr damit umgehen? Und hier ziehe ich jetzt einen Apparat raus, der besteht aus drei Einzelteilen. Das ist einmal hier unten die Hauptdüse, die kann man rausnehmen. Schaut her, dann habe ich die so. In der Mitte ist das Mischrohr. Und ganz oben liegt die Hauptluftkorrekturdüse. Genau. Diese können auch verdrecken, wenn das Ding mal ein Jahr oder zwei steht, dann ist es hier innen drin verschmockt. Man kann nicht mehr durchschauen, könnte man durchstechen oder in den Bad reinigen. Oder einfach neu kaufen, weil dann ist man sicher, dass alles okay ist. Manchmal sticht man durch und das ist trotzdem irgendwann noch ein Dreck. Nimmt gleich eine neue. Dann geht es auch schon weiter mit der Nebendüse. Sieht dann so aus. Standgas macht die Leerlauf-Einstellschraube. Das ist die Nebendüse, ist für den unteren Bereich zuständig. Der mittlere Bereich wird von der Nebendüse und von der Hauptdüse gemacht. Und wenn man Vollgas gibt, ist nur noch die Hauptdüse am Arbeiten. Okay, das mal grob zur Funktionsweise. Alles, was man von außen am Vergaser machen kann, haben wir jetzt abgeschraubt. Deshalb werde ich den Vergaser an sich jetzt mal lösen. Es geht über diese zwei Imbusschrauben. Und jetzt kann ich den Vergaser vorsichtig rausziehen. Und so sieht der SI-Vergaser aus im ausgebauten Zustand. So, jetzt wird der gute SI ausgezogen, bis aufs letzte nackig gemacht. Ich fange einmal hier an. Das ist der Anschluss für die Spritleitung. Der hat auch eine Dichtung, wie man hier sieht. Genau, weil ich schon mal bei der Dichtung bin. Ich schlage euch immer vor, wenn ihr an dem Ding arbeitet, kauft alle Dichtungen neu. Wir haben Dichtsätze dafür, für alle Vergasertypen. Könnt ihr auch bei uns auf der Seite sehen oder im Katalog, wird natürlich wieder eingeblendet. Dann machen wir mal den Schwimmerkammerdeckel auf. Auch die zwei Schrauben hier lösen. Okay, ziehe das Ding raus. Was sehen wir? Wieder mal eine Dichtung, Schwimmer und die Schwimmernadel. So, und hier ist dann die Schwimmerkammer. Also, wenn wir Sprit reinlaufen lassen in den Vergaser, dann steigt mit dem Pegel der Schwimmer. Und wenn der am obersten Punkt angekommen ist, dichtet er mit der Schwimmernadel hier ab. Ist die Schwimmernadel defekt, dichtet sie nicht mehr ab und dann läuft zu viel Sprit rein. Sprit läuft den Motor rein, Roller springt nicht mehr richtig an. Okay. Jetzt können wir das noch rausmachen. Da ist hier so ein kleiner Stift. Und da kommt das.
Zack. So. Der Schwimmer kann übrigens auch defekt sein. Wenn er löchrig oder porös wird, dann läuft der Sprit da rein und dann klappt es nicht mehr mit dem Niveauausgleich mit den Flüssigkeiten. Dann kann ich die Schwimmernadel rausziehen. Und wenn ich mir die jetzt anschaue, also hier oben ist so eine Dichtung und ich sehe schon die ganzen Einkerbungen, dann wette ich mit euch, dass die nicht mehr dicht macht auf jeden Fall. Wenn da Kerben drin sind, wie in diesem Fall, dann könnt ihr das Ding eigentlich wegschmeißen. Macht keinen guten Job mehr. So, dichtet nicht mehr ab. Okay. Der Schwimmerkammerdeckel, das wäre jetzt der Originale. Es gibt noch einen von DRT. Den finde ich ganz gut, weil der hat nochmal ein größeres Schwimmernadelventil, das auf 5,2 mm erweitert wurde. Man hat im Endeffekt das von der Vespa Cosa genommen. Und die Bohrung innen drin ist auch nochmal vergrößert für einen besseren Spritfluss. Genau, gibt es auch bei uns DRT Schwimmerkammerdeckel. Okay, den Choke-Mechanismus, der sitzt hier vorne. Rausziehen sieht so aus. Dann die Schockdüse. Auch einfach mit dem Schraubenzieher aufdrehen, vorsichtig behandeln, da zartes Material. Sieht so aus. Und als letztes, nein, als vorletztes, das letzte Stück geht meistens mit der Hand immer. Jawohl, da haben wir es schon. Und dann ziehen wir das Ding vorsichtig raus. So, dann ist hier eine Feder, da ist die Abdeckung, das ist das Zugteil und der Gasschieber an sich, der drin wandert. Diesen Gasschieber gibt es in verschiedenen Ausführungen. Hier haben wir jetzt eine mit Cutaway. Das heißt, da ist einfach hier eine Kerbe drin. Das bedeutet beim Fahren im mittleren Drehzahlbereich, dass das Gemisch mit mehr Luft angereichert wird durch diese Fuge hier drin. Bei uns gibt es auch Gasschieber zu kaufen, die komplett plan sind. Die nimmt man für getunte Motoren oder auch Originale, wenn man will, um einfach sicherzustellen, dass im mittleren Bereich der Gas-Luftgemisch einfach nicht zu mager wird. Genau. So, als letztes habe ich hinten noch die Gemisch-Einstellschraube. Das ist die Schraube, die ich komplett reindrehe und 1,5 mal raus, um eine gute Grundeinstellung für den Vergaser zu haben. Okay, so sieht der aus, der SI. Und soll jetzt gesaubert werden, entweder im Ultraschallbad bestenfalls oder Kaltreiniger ist nicht schlecht, Bremsenreiniger, wenn man nichts anderes hat. Und wenn alles nichts hilft, einfach einen neuen kaufen, weil das Ding ist nicht allzu teuer. Und ich habe wirklich schon so alte Vergaser versucht zu reparieren, tagelang. Es hat so genervt einfach nur. Also kauft ihr gleich einen neuen, wenn es ist. Ja? Ihr wisst ja, wo es das gibt. Ich bin raus, hat Spaß gemacht. Bis zum nächsten Mal.